Hallo Leute, ich bin gerade dabei, so ein bisschen meine E-Mails auch aufzuräumen. Und da habe ich auch tatsächlich auch noch sogar alte E-Mails gefunden. Unter anderem sogar eine E-Mail vom 3.12. Forderung von U.K. Was eigentlich für mich schon der Beweis war, dass sie zu dem Zeitpunkt schon zur Nummer 2 Kontakt hatte. Weil sie suchte eigentlich nur einen Grund, mich loszuwerden. Weil 4 Punkte. Die U-Punkt von mir gefordert hat. Keine Flirtereien im Internet. Ich habe nicht mal geflirtet im Internet. Ich habe mich unterhalten, aber nicht geflirtet. Aber okay. Zweiter Punkt. Keine Fotospeichereien von Frauen. Gut, im Dezember habe ich es noch gemacht. Obwohl ich es da schon runtergefahren hatte. Den Grund kennt ihr aus den anderen Filmen. Ich war halt noch am, ja, ich sag mal, am Formen für meinen Körper etc. etc. Die Psychologin, die ich da in Berlin bei der einen OP hatte, die hatte recht. Ich habe keine Fotos mehr, weil ich habe meinen Körper und ich kriege Komplimente für meinen Körper von Frauen und von Männern und ich bin stolz auf meinen Körper. Was ich aber auch durch die Fotosammlerei geschafft habe. Eben, ja, meinen tollen Körper zu machen. Dritter Punkt, keine Fake-Accounts. Hatte ich, gebe ich zu, das war diese Sache mit dieser Fotosammlerei, um sie nicht zu verletzen. Aber Fake-Accounts, ich habe jetzt noch meinen Silvia-Sara-Account, das reicht. Sie hat garantiert einen Fake-Account, aber es interessiert mich nicht mehr. Keine Anmeldung in Single-Börsen oder ähnliches. Gut, da bin ich jetzt wieder angemeldet, aber ich bin ja jetzt auch Single. Dann schreibt sie noch fett darunter. Solltest du die 4 Punkte nicht einhalten, bist du mich für immer los. Also ich habe eigentlich die 4 Punkte eingehalten. Und im Gegensatz zu ihr habe ich ja nicht mal im Internet geflirtet. Oder sogar mich mit irgendwem getroffen. Ups. Ah, ne. Aber egal. Ja, also wie gesagt, bin halt am E-Mails aufräumen und schmunzel gerade. Und wie gesagt, diese E-Mail war vom 3.12.18. Also 15 Tage vor, ja, dem ersten Knall, dem auch mehr oder weniger nachweislichen Kontakt zwischen ihr und der Nummer 2. Irgendwie, ich sag mal so, ich bin zumindest langsam auf dem Punkt, ich traue ihr nicht mehr nach. Nein, ich bin sogar mittlerweile langsam auch froh, sie eigentlich los zu sein. Gut, da wird mein Psycho noch ein bisschen was zu tun haben. Aber dank meines Aushilfspsychologen oder dank meiner Aushilfspsychologin, ne Nadine? Danke dir. Ich sage, du weißt echt nicht, was du geleistet hast hier im Januar, Februar. Ich danke dir, Nadine. Echt. Ja. Egal. Einfach mal so ein kleines Update. Wünsche euch was. Vielleicht kommt ja, was die E-Mails betrifft, nochmal irgendwann was. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch alles so finde. Muss ich mal gucken. Boah. So. Bis denn. Ciao.